Herzlich willkommen, mein Name ist Marco Polke und ich möchte heute das Geheimnis über unsere Creme Brûlée entlüften. Zunächst brauchen wir Vollmilch, die einfach in den Topf gießen. Dazu kommt noch frische Schlagsahne. Der Fettgehalt spielt keine Rolle. Den Topf stellen wir einfach auf den Herd. Und darin kommt noch eine Vanilleschote. Ist egal, welche Sie nehmen, ob Sie eine Bourbon-Vanille nehmen, Tahiti-Vanille, je nachdem, was Sie da haben. Am besten halbieren, auseinanderklappen und dann das Vanillemark schön auskratzen und zu dem Sahne-Milch-Gemisch geben. So, unser Sahne-Milch-Gemisch, das kocht jetzt. Das heißt, wir ziehen das beiseite, immer schön rühren, damit uns die Milch nicht anbrennt mit der Sahne. Und dann lassen wir die Milch einfach stehen mit der Sahne. Jetzt kann sich die Vanille schön entfalten. Und lassen die Masse so circa auf 70 Grad abkühlen. Währenddessen stellen wir jetzt diese Eizuckermasse her. Das ist im Prinzip relativ simpel. Man nimmt einfach Eigelb. Quasi, wir müssen vorher Eier drin, 5 Stück an der Zahl. Geben das einfach in die Schüssel. Und hinzu kommt unser Zucker. Und das Schöne bei der Creme Brûlée ist, wir müssen hier nichts warm aufschlagen oder dass irgendwelche Schwierigkeiten entstehen könnten. Der Zucker muss mit dem Eigelb einfach nur verrührt werden, dass das schön gleichmäßig sich verbindet. Und es ist halt relativ einfach nachzukochen. Jetzt haben wir das Eigelb mit dem Zucker schön verrührt, lassen das kurz stehen. Unsere Milch-Sahne-Mischung ist jetzt abgekühlt. Einfach mal mit den Händen den Topf berühren. Es ist noch warm, aber nicht mehr zu heiß. Zum Test könnte man auch mal einfach einen Löffel nehmen, sich den gegen die Lippen halten. Und wenn man sich nur die Lippen verbrennt, dann sollte die Masse nicht wärmer als 60 Grad sein. So, jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Wir passieren jetzt die Vanilleschote aus unserem Milch-Sahne-Gemisch. Einfach durch ein Sieb in eine Schüssel geben. Dann bleibt auch gleich eine Haut mit im Sieb, die sich eventuell gebildet hat. Und die Vanillestange, weil die können wir ja schlecht mit dann nehmen. Nehmen Sie nicht so ein feines Sieb, damit das Mark von der Vanille auch mit in der Milch bleibt. Da hat man dann schön ein paar schwarze Punkte. Das ist für die Optik und auch für den Geschmack sehr schön. Ein Tipp noch, diese Vanilleschote um Gottes Willen nicht weghauen. Dafür ist sie zu teuer und dafür hat sie auch einfach noch viel zu viel Geschmack. Waschen Sie die Vanilleschote einfach ab im kalten Wasser. Richtig sauber, dass das ganze Milcheiweiß weggeht, damit das nicht anfängt zu verfaulen. Und dann trocknen Sie die einfach, dann können Sie die bestimmt noch 4-5 Mal nehmen für andere Desserts, für Kuchen oder wozu Sie immer Lust haben. Ich gieße mir jetzt die Milchsahne noch in den Ausgießer oder Sie nehmen einen Messbecher zu Hause. Einfach nur, damit ich dann besser arbeiten kann, weil ich muss die Mischung mir unter mein Eigelb mixen und da brauche ich 2 Hände. Und damit das besser geht, kann man das besser gießen, weil es ist ganz wichtig, dass man die Masse erst langsam eingießt, um quasi das Eigelb mit dem Zucker schön zu temperieren. Wenn ich das jetzt mit einmal reingießen würde, könnte es passieren, dass das Eigelb anfängt zu stocken und man das sogenannte Rührei hat. Darum schön langsam die Temperatur der Massen angleichen. Hat auch den Vorteil, wenn die Milch doch noch zu heiß ist, passiert in der Regel gar nichts. Dann kann nichts gerinnen. Und wenn Sie dann schon über die Hälfte drin haben, dann können Sie den Rest einfach nachgießen und immer schön rühren. So, nochmal vermengen. Ist alles schön gebunden. Jetzt füllen wir unsere Creme Brûlée-Masse ab in Förmchen. Und unser Förmchen kommt dann in den vorgeheizten Ofen bei 110 Grad und werden dort indirekt pochiert. Das bedeutet einfach, dass die Schälchen in ein Blech, in ein tiefes Backblech einfach nehmen und kommen in ein Wasserbad. Das dient einfach dazu, dass die Creme Brûlée nicht am Förmchen
anbäckt und schön gleichmäßig fest wird. Die Masse am besten nochmal in den Ausgießer füllen, damit wir die besser abfüllen können. Unbedingt dran denken, feuerfeste Förmchen zu nehmen. Und dann einfach schön gleichmäßig abfüllen. Wichtig oben einen schönen Rand lassen, weil das Wichtigste bei der Creme Brûlée ist, dass sie dann noch karamellisiert wird mit braunem Rohrzucker. Und dann kommt das ganze Blech für ca. 25 bis 30 Minuten in den Backofen. Nach so 30 Minuten im Ofen prüfe ich jetzt, wie weit die Creme Brûlée ist. Ganz wichtig ist, dass die Creme Brûlée nicht mehr flüssig ist. Und die Prüfung findet einfach nur statt, indem ich die Förmchen so leicht bewege. Und Sie sehen jetzt hier schon, dass die hier noch leicht wackelt. Dass die so wackelt wie ein Wackelpudding in der Mitte. Dann ist sie noch nicht so fest, weil die Creme Brûlée wird kalt serviert. Und das heißt, die wird dann in den Kühlschrank kalt gestellt, beziehungsweise Zimmertemperatur, und dann zieht quasi dieses Eigemisch mit der Sahne, die Bindung zieht jetzt nochmal an und dann ist sie natürlich etwas fester. Sie sollten nur darauf achten zu Hause, je nachdem wie hoch und wie groß Ihr Gefäß ist für die Creme Brûlée, kann natürlich die Garzeit im Ofen variieren. Also das kann von 20 Minuten bis 50 Minuten gehen, je nachdem wie gesagt wie groß Ihr Gefäß ist. So, wir haben die Creme Brûlée abkühlen lassen im Kühlschrank. So sieht es jetzt aus. Und wie Sie sehen, jetzt ist sie auch fest. Die Masse ist ordentlich gebunden. Und das Eigelb ist quasi geronnen. Jetzt kommt das Beste eigentlich an der Creme Brûlée. Wir brauchen Rohrzuckerbraun. Den geben wir auf die Creme Brûlée. Dann am besten den Rohrzucker ein bisschen hin und her schütteln, mit der Hand verteilen und den Überschuss einfach wieder ausgießen. Wichtig ist, dass die Zuckerschicht relativ dünn ist, dass wir da auch ein schönes Karamell hinbekommen beim Flambieren. Dazu brauchen wir einen Brenner. Gibt es entweder die große Variante im Baumarkt zu kaufen oder es gibt auch kleine Brenner. Funktionieren meist auf Basis vom Feuerzeugbenzin und funktionieren wunderbar. Hier haben wir ein größeres Modell mit Butangas, Art Campingkocher. Beim Karamellisieren sollten Sie aufpassen, dass Sie nicht zu nah rangehen und das relativ langsam vonstatten geht. Dass der Zucker nicht zu sehr verbrennt, sondern schön gleichmäßig flüssig wird. Jetzt sehen Sie es, dass der Zucker anfängt zu laufen und quasi sich wie so ein Zuckersee auf der Creme Brûlée bildet. Jetzt kommt noch ein bisschen Farbe hinzu. Man riecht schon diesen leckeren Karamellgeschmack. Auch hier wieder aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird, damit es nicht so bitter ist. Jetzt müsste man noch mal kurz warten, dass sich der Zucker noch mal, dass er wieder fest wird, quasi etwas erkaltet, aber das geht relativ schnell bei Zucker. Und wichtig, gerade bei so einem großen Brenner, das Förmchen wird relativ heiß. Und fertig ist die Creme Brûlée. Zu unserer Creme Brûlée geben wir jetzt noch zur Dekoration unser Herbstfrüchte-Ragout, was Sie in einem anderen Video sehen, wie das gekocht wird. Einfach relativ locker aus dem Handgelenk mit auf den Teller. Dazu ein paar Nüsse, das passt immer zur Jahreszeit. Etwas Minze. Und wenn man hat, kann man auch noch ein bisschen Vanillesoße mit auf den Teller machen. Das war's heute mit unserer Creme Brûlée. Das Geheimnis ist entlüftet. Sie können es jetzt auch zu Hause kochen und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de